Dann soll ich beschissen, ha? So, was ist denn da eigentlich, wenn ich fragen darf? So, da. Da haben wir es doch, oder? Ah. Hallo. Hauptsache Muni. So. Jetzt bin ich schon einmal im Gas gelaufen. Was soll ich jetzt tun? Und so eine Scheiße. Jetzt gehen wir noch nicht hin. Passt schon. Mal schauen, gleich. Kann man nicht. So, aber was soll ich stattdessen machen?
kurz nachladen. Na? Nein, jetzt nicht mehr. Okay. Super, easy. Natürlich geht es bekanntermaßen nicht hier lang, okay? Durch die Sicherheitsschleuse und sagen Sie den Ingenieuren, dass die Situation unter Kontrolle ist. Sind tot, alle tot. Lassen Sie uns rein. Ich brauche Ihren Namen, Rang und Dienstnummer. Was soll das? Für Formalitäten haben wir... Die Überwachungskameras sind aus. Ich muss sie identifizieren, bevor ich die Tür öffnen kann. Corporal Billinghurst, Victor, 57-3-4-6-9, Bravo, X-Ray. Okay, authentifiziert. Kommen Sie rein. Na los. Wir müssen den verdammten Luftraum sichern. Sergeant, die Hickjäger sind überall. Wir könnten sie hinten an der Backbordflagge brauchen. Ja, gern. Gehen Sie die Treppen runter zum Batteriedeck. Sir? Die Treppen runter zum Batteriedeck. Los! Kein Problem. Okay, schauen wir mal, was wir machen können. Sergeant, die Flakkontrolle. Wie ich sehe, aktivieren Sie den Geschützturm. Hören Sie, Sie müssen den Sektor scannen und so viele Leadspots vom Himmel holen wie möglich. Ich weiß, dass Sie das nicht gerne machen, aber geben Sie alles. Jeder Schuss muss sitzen. Der Munitionsvorrat ist begrenzt. Flakkontrolle Ende. Okay. Ich kann noch anders abfallen? Nein, wenn die... Hat ja so drauf hin, okay. Easy. Da war es ja über Dead Space her bei diesem Ding. Und das Alien noch unterschießen muss. Kurz zu zoomen.
Na. So, was? Nachladen. Ja, will schon mal keine Reihe nicht aufpassen, ne? Eine Verarschung hat. Sie haben keine Munition mehr, Sarge. Aber Sie haben sich gut geschlagen. Ich werde diese Kanonen jetzt verriegeln. Okay. Du das. Unglaublich, nee. Aber der Lastenaufzug funktioniert noch. Sag mal nichts wie los, was? Achtung, es folgt eine wichtige Durchsage. Achtung. Hier spricht Templer. Ich habe viel von Ihnen allen verlangt. Und ich wurde nie enttäuscht. Jetzt habe ich wieder eine Aufgabe. Evakuieren Sie die neue Sonne und vertrauen Sie mir ein allerletztes Mal. Wir müssen das tun. Verlassen Sie das Schiff. Gehen Sie an Land oder zu den verbliebenen Kreuzern. Setzen Sie den Kampf fort. Besiegen Sie die Helgast und kehren Sie als Helden zurück. Es war eine Ehre und ein Privileg, an Ihrer Seite zu dienen. Templer Ende. Wir können mal gute Arbeit sein. Verschwinden wir von diesem. Okay. Hallo? Hoffentlich wartet unser Zuschauer. Ja, ich versuch's. Rico hat's versammelt. Ich glaub nicht, dass Rico das gemacht hat. Die Scheiße, es hätte auch mich treffen. Alle Mann, natürlich lernen wir alle noch. So eine Sache, wenn wir Granate reingesetzt hat oder so. Ja, Speed. Feindfeuer.
Endlich. Na? Na also. Alle Mann, das Schiff verlassen. Das ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich habe die Oberfläche gescannt. Offenbar gibt es ein kleines Petrosit-Netz unter Visaris Palast. Für das Betreiben des Verteidigungsschildes ist es zu klein. Es ist wahrscheinlich nur für die lokalen Verteidigungstürme. Ich habe Nabil davon unterrichtet. Nur für den Fall. Jetzt kannst du tot sein. Achso. Mach du einfach mal. Na, wo ist Tatsache, wenn kommen wir sind gleich? Wohl nicht. Bitte was? Nochmal auf Deutsch, bitte. Ich versuch's. Ja, ich kann Helgas Symbol sein, wenn das unser Schiff ist. Dann ist man so recht überlegt. Was jetzt noch? Alle Mann, ich hab das Schiff gesagt, verlassen. Dass er das hinkriegt. Und ich habe ihm geglaubt. Wären wir längst weg. Ganz ruhig, Netko. Hey, Seth, Sie haben sich aber scheiß viel Zeit gelassen. Verschwinden wir. Wunderbar. Puff. Seth. Unterwegs. Evelyn, wir nähern uns den Netzkoordinaten. Starte den Autopiloten. Jen? Colonel Templer. Colonel Raddick. Etwas unerwartet. Ich dachte, wir treffen uns im Kampf. Wie Soldaten. Ja. Aber jetzt sind wir nun mal hier. In der Tat. Geben Sie mir jetzt die Nuklearcodes. Die Frau sagte, Sie seien hier. Sind Sie. Aber mein Zugang wurde gesperrt. Sie sind ein miserabler Lügner, Colonel. Und jetzt geben Sie mir die Codes. Ohne Erlaubnis vom Oberkommando gehen die Codes nirgendwo hin. Spielen Sie nicht mit mir. Nein! Laden Sie die Codes runter. Die Körner hat er will. Jen! Nein! Rico! Ich lasse ihn nicht zurück! Es ist zu spät! Nehmen Sie Ihre Hände weg! Sam! Sam! Lassen Sie mich! Ugh.
Benutzereingriff. Stationsantrieb deaktiviert. Achtung! Flugprofil in Gefahr. Zu wenig Auftrieb, um Höhe zu halten. Warnung! Kollisionsgefahr. Höhe 1500 Meter. Nicht umsonst gestorben, Rico. Nee, definitiv nicht. So. Kreuzerorden. Na super. Das Petrositnetz wurde von Colonel Templer zerstört, der bei der Ausübung seiner Pflicht starb. Reddick konnte mit den nuklearen Abschusscodes entkommen. Okay. Achso, es geht ja gar nicht so. Das ist ja Käse. So. Und dann ja, wir nennen jetzt wahrscheinlich. Gehen heizt. Ah ja. Scheint die letzte Mission zu sein, bitte. Mayday, Mayday! Hier ist Haupt Alpha! Ich sage, wir gehen da rein und bringen sie alle um. So geht's uns doch allen hier. Ich brauche keinen scheiß Kindermensch. Bitte antworten! Ich würde das Gleiche sagen. Halten Sie Ihr scheiß Maul! Jens Tod erscheint. Sergeant Zenko, sind Sie das? Ja, Sir. Mehr brauche ich nicht. Die neue Sonne hat das Petrositnetz zerstört. Die Abwehr der Stadt ist größtenteils deaktiviert. Aber wer weiß, wie lange. Absturzstelle sichern und weitere Befehle erwarten. Okay, okay. Verstanden. Alpha Ende. So, was hat er gemacht hier? Los, hier entlang. Sehen wir mal nach. Na gut. Was kann jetzt schon noch groß kommen? Und bis jetzt haben wir auf jeden Fall einen so einen komischen Heli da bekämpfen müssen, zum Glück. Haben wir schon gereicht. Scheiße, wer sind Sie? Private Richards. Mein Einsatzteam ist auf einem Außenposten in der Nähe. Schauen uns um und meiden die Hick-Patrouille. Hey, was ist denn das für ein Scheiß? Weiß nicht. Ich wollte es mir gerade ansehen, als ihr Cowboys gekommen seid. Was? Okay. Ich bring das zurück zum Außenposten und lasse euch Jungs hier eure Arbeit machen. Auf keinen Fall. Seth, nehmen Sie das Exo nach oben. Wir gehen zu Fuß weiter. Wie Sie wollen. Ja. Das will ich auch irgendwie. Okay, let's go. Ja, ernst? Okay, das kann ich mal merken. Ja, ernst, Raketen. Okay, das war der letzte Wasser. Okay, das ist alles klar für vorher. Ja.
dann alles gleich zu sein. Na dann. Hallo Kollegen. Los Mann, machen Sie die Augen auf. Sehen Sie hier irgendwo Jungs mit Abzeichen? Die haben die ganze Sache verbockt, aber wir bekommen eins drauf. Pass auf, was du sagst. Was ist Ihr Problem? Wollen Sie hier der große Kriegsheld werden? Es ist vorbei. Und Ihr Freund Templer hat uns hier in der Scheiße sitzen gelassen. Ah! Rico! Lass da! Rico! Was soll denn tun Sie da, Mann? Ich muss dem Respekt beibringen. Bewegung! Ich bin unterwegs. Ich hatte auch einen anderen Weg gehen können. Ich habe ein Buggy und ein Exoskelett geborgen. Arbeiten uns zur Absturzstelle vor. Wir kommen zu Ihrer Verstärkung und um die Überlebenden zu evakuieren. Hat auch mehr als ich dachte. Das Ding zerstört. Das Ding zerstört. Ah, okay. War ja schon dann kaputt. Na dann. Sekunde. So. Vielleicht der hat mich als letztes abschießt. Ich kann das anschieben. Wir müssen durch diese Schlucht. Augen offen halten. Hier durch. Ich bin dran. Man kann nicht mit dem Hammer schießen. Ich hab jetzt zwar. Kein Fest. Klaut sich unsere Ausrüstung. Hallo. Ich finde, dass unsere Buggy 6 so gebaut sind, dass die überhaupt nicht aushalten. Ich kann gleich auf die schießen, aber okay. Da oben! Nein, klar. Da, links! Was? Hey, nicht weg! Achso, das hat sie schon da vorne, okay. Ich
Entschuldigung. Naja, ich meine. Kann ich denen nicht wirklich Schaden machen in unserer Falle? Ich halt nichts, ne? Captain, wir sind an der Absturzstelle. Das Netz wird sicher für einige Zeit nicht funktionieren. Gut, die Aufklärung hat eine alte Raffinerie direkt bei der Absturzstelle gefunden. Die Helgas sammeln sich da oben, um die Kontrolle über das Netz zurückzuerlangen. Treffen Sie sich mit meinen Truppen. Sie sollten bald im Bereich sein. Gehen Sie mit allen Mann zum Versammlungspunkt der Helgas und machen Sie sie platt. Feindlicher Panzer, schalten Sie ihn aus, Sam. Ja. Hier schon. Schalten Sie die Panzer aus, damit es weitergeht. Okay. Noch einer? Nö. Das war der letzte. Danke, Männer. Endlich sagt er das auch mal. Okay. Endlich, Novels Marines. Okay, aufsitzen und dann machen wir diese scheiß X fertig. Ja, dieser Ort ist scheiße, aber sperr auf die Köpfe! Klar. Ja. Na, dann haben Typen wir es aber schaffen, oder? Los, schalten Sie die Panzer aus, Sergeant! Mit deinem Panzer, Alter, da schießt gleich immer drauf sicher, ne? Aber ich kann den nicht abballern, weil ich da nicht schieße. Hallo, was passiert denn? Kannst du auch übertragen, oder? Also, ich bin nicht voll tot, oder? Sam, die Panzer müssen weg! Ist er kaputt? Ich hab schon. Noch ein Panzer übrig, schalten Sie ihn aus! Easy. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Jetzt müssen wir nur noch unsere Einheiten in der Stadt treffen. Dann können wir den Palast säubern. Ich weiß, die Sache mit der neuen Sonne macht euch zu schaffen. Aber wir müssen uns auf unsere Mission konzentrieren. Oui.